An Anfang vertrauten die Menschen auf Gott und der Kirche. Die Kirche unterdrückte und handelte manchmal falsch. Die Menschen hatten wenig Geld, nur ihren Glauben und ihre Kinder. Die Kirche erhöhte ohne Grund die Steuern und ließ die Menschen verarmen. Der Untergang für Familien. Doch schon bald wehrten sich die Kinder und die Jugendlichen. Es kam zum Aufstand und zur Verfolgung. Sie kämpften für ihr Recht, frei handeln und entscheiden zu können gegen die Traditionen. So wie Männer, sie rebellierten und drohten den Aufstand. Viele starben und wurden geopfert bei dem Versuch, etwas zu bewegen und zu ändern. Bis es endlich eingelenkt wurde und sich die Kirche geschlagen gab. Denn ohne die Jugend und die Menschen würde es die Kirche nicht geben.